Ja, ich darf hier heute den Martin Ascher und den Erik Haffner von Alpine Eagle Racing begrüßen. Erstmal danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, an einem solchen Format teilzunehmen. Und dann wollen wir euch auch gleich mal die Chance geben, euer Team etwas vorzustellen, ein bisschen was zur Geschichte. Ja, erzählt. Ja, hi, ich bin der Erik, bin eigentlich so der Gründer vom Team Alpine Eagle Racing und gibt es seit Dezember 2012, also knapp 5 Jahre jetzt. Und ja, ursprünglich sind wir ein Team aus Südtirol, Italien, haben uns dann etwas über die Grenze bisschen raus blicken lassen und haben jetzt noch ein paar Deutsche ins Team geholt, den Martin und noch den Robert dazu. Und ja, wir sind aktuell zu fünft, recht kleines, überschaubares Team, aber eben machen unsere Sache mit Freude und mit Leidenschaft. Ja, die Freude und die Leidenschaft hat man schon gesehen. 24-Stunden-Rennen im Rahmen der AWIA VVLN 2017. Da hat ja Martin mal ein richtiges Feuerwerk in der Qualifikation rausgehauen. Leider hat es dann im Rennen nicht so funktioniert. Bei den Rennen vorher bei VRPC, also beim Porsche Cup von Virtual Racing, da war ja auch der ein oder andere Hakler drin. Ja, wie geht ihr im Team mit so Situationen um, wenn es halt mal nicht so gut läuft? Ihr sagt, ihr seid relativ klein mit 5 Leuten, ist für uns im Racing-Team ja klein. Ja, wie baut man sich da auf? Ja, ich würde sagen, erstens muss man mal schauen, was den Crash oder was den Ausfall verursacht hat. Wenn es eine Eigenverschuldung ist, dann am besten vielleicht die Situation nochmal analysieren und schauen, was man falsch gemacht hat, daraus lernen. Und wie es halt oft ist, ist man halt nicht selbst verschuldet und dann kann man eh nichts machen. Also wir ziehen das dann nicht in die Länge, wir regen uns dann nicht großartig auf, weil das nächste Rennen im Kalender ist dann eh wieder bald. Ja, Ja, würde ich auch Martin. so sagen. Genau. Der Spaß steht bei uns im Vordergrund und die Frustration ist natürlich kurz da. Das ist ganz menschlich, aber man vergisst es dann auch schnell wieder, weil das nächste Rennen schon ansteht. Ja, Martin, wenn wir schon bei dir sind, der Spaß steht im Vordergrund, sagst du. Dein Gesicht kennt der ein oder andere natürlich schon. Du bist Hersteller von Lenkrädern. Ja, kann man. Du stellst die Lenkräder schon her, ne? Kann man so Ja, sagen. genau, kann man so sagen. Genau. Kann man so sagen. Ja, gab es irgendeine Auswirkung auf das Team, seitdem du das machst? Habt ihr da Connections schließen können? Oder hat das innerhalb des Teams überhaupt keine Veränderung gegeben? Ich würde sagen, wenig Veränderungen. Also, ich bin auch in das Team gekommen oder wir haben uns kennengelernt. Das hat eigentlich mit der Firma gar keine Connection gehabt, sondern ich glaube, ich bin bei der GTS gefahren. Und dann hat mich irgendwann der Hannes, glaube ich, mal angeschrieben. Und dann ging es los, haben wir zusammen trainiert. Und ja, der ein oder andere hat meine Schaltwippen zum Beispiel, aber mehr Auswirkungen hat das bis jetzt noch nicht gehabt. Also du baust da nicht irgendwelche Tricks ein, dass deine Teamkollegen noch mal irgendwo den Vorteil gegenüber anderen haben. Ja, dann müsste ich ja allen anderen einen Ausschalter einbauen, auf den ich Zugriff habe. Dann wird es vielleicht gehen. Wenn es gehen würde, dann hätte ich die schon in der Hand, aber so ist das Bild leider nicht. Ja, schade. Martin, in der VRPC läuft es ja für dich richtig gut aktuell, trotz den ein oder anderen Ausfällen. Was ist so das Ziel? Meisterschaft, denke ich, ist auf jeden Fall noch in greifbarer Nähe. Ist es auch tatsächlich ein Ziel? Und was würde es für dich oder fürs Team bedeuten, in so einem stark umkämpften Fahrerfeld vorne zu stehen? Also ich gehe jedes Rennen eigentlich damit an, dass ich gewinnen will. Das ist eigentlich immer so und ich glaube, deswegen fahren wir alle Rennen. Jetzt ist es beim Porsche Cup ganz gut gelaufen, ja, das stimmt. Gerade am Anfang hatte ich die meisten fehlerfreien Rennen eigentlich und dann haben sich leider immer mehr Fehler eingeschlichen über Off-Tracks in den Quali-Runden oder jetzt im Rennen einfach mal eine Unaufmerksamkeit und der Druck ist enorm hoch von der Konkurrenz und das macht es auch umso spannender. Und da muss man schauen, dass man einfach konzentriert bei der Sache bleibt. Ja,
Du hattest ja den ein oder anderen Besuch von Dierenberger im Rennen oder den ein oder anderen Kontakt schon. Wie geht man damit um? Ist es ein harter Kampf? Macht es trotzdem Spaß, auch wenn man sich dann vielleicht kurz aufregt und weiß, da wird hart gefightet? Ja, es macht mega Spaß und ich bin froh, dass ich auch mal getroffen werde, weil ich schon, glaube ich, öfter ausgeteilt habe, leider. Und so hält sich alles im Maß und das ist völlig okay. Ohne Lackaustausch wird es, glaube ich, gar keinen Spaß machen. Ja, das finde ich eine sehr gute Einstellung. Ich muss auch als Kommentator sagen, ja, die Rennen, die sind spektakulär. Wer jetzt das Interview sich anschaut, die Rennen bei VR im Porsche Cup noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall einschalten. Die Jungs liefern da einen mega Job ab. Erik, ich sehe bei dir im Hintergrund die Flagge oder die Strecke der Nordschleife. Ja. Ja, Das wahrscheinlich war die. eigentlich, wie bei vielen, eine der Lieblingsstrecken. Das war, glaube ich, die Frage. Genau. Und zwar, seit sie jetzt bei iRacing gerade drin ist, muss ich schon sagen, die fährt man immer wieder gerne. Auch jetzt das Rennen, das 24-Stunden-Rennen hat mega Bock gemacht, auch wenn wir am Anfang das Problem hatten, da einfach mal zwei Stints zu fahren. Macht immer wieder Spaß, speziell, weil ja mehr als die Hälfte bei uns mittlerweile mit der Rift fährt, dann ist das schon immer wieder ein Erlebnis. Das würde ich jetzt so einfach nicht mehr missen wollen. Deshalb die Strecke, die bleibt mir. Die habe ich mittlerweile ins Herz geschlossen. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Man sieht bei Martin im Hintergrund einen Monitor. Martin, du bist auch mit der Rift demnach unterwegs. Ja, stimmt. Für mich hat die Rift ziemlich viele Nachteile, muss ich sagen. Es ist nicht so wirklich komfortabel, man sieht nicht die Tastatur und alles. Aber der Vorteil der Immersion, der überwiegt einfach und das ist der Spaßvorteil. Und deswegen keine drei Monitore mehr mit 120 Hertz ehemals, aber dafür die Rift. Und gerade Nordschleife, das ist einfach gigantisch, da durchzuballern und ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal in die Realität umsetzen kann und zumindest in meinem Straßenauto auf der Nordschleife eine Runde zu drehen. Ist leider nicht dazu gekommen bis jetzt. Da bin ich auf deiner Seite. Ich hoffe, bei mir kommt es auch noch irgendwann. Ich habe auch noch nicht das Glück gehabt. Ich stand schon kurz davor, dann wurde es leider nichts. Aber so ist das im Leben. Ja, die nächsten Pläne für euch 2018, habt ihr da schon was geplant oder seid ihr da noch relativ offen in der Planung für die kommende Saison oder fürs kommende Jahr? Im Moment steht die Qualifikation für die Pro-Serie bei iRacing an. Das ist eigentlich jedes Jahr ist die Qualifikation auf dem Plan, weil wir es nie schaffen. Das hält uns nicht davon ab, es zu probieren. Und sonst finden wir uns eigentlich bei den Haupt-Endurance-Events eigentlich immer ein. Wird Zeit, dass der Porsche kommt. Ja. Also Tag-Nacht-Wechsel, Le Mans, Porsche und Audi, also das wird schon was. Vielleicht, wenn ich noch was hinzufügen könnte, wir haben jetzt noch ein paar Pläne für das fünfjährige Jubiläum. Und zwar möchten wir jetzt so langsam ein zweites Team aufbauen, also sozusagen ein Junior-Team, das sind wir gerade am Feilen. Und da wird sich in Zukunft noch einige News dazu geben. Und wie der Martin halt gemeint hat, die Haupt-Langstreckenrennen, das ist einfach unsere Leidenschaft. Wir fahren recht wenig Sprintrennen, sondern hauptsächlich immer nur die langen. Und da werden wir sicher versuchen, immer dabei zu sein. Darf man sich denn bei euch für dieses Junior-Team bewerben? Gerne. Also sobald die News dafür da sind und sobald das rausgeht, erfahrt ihr da mehr. Die Interessierten, ich gehe davon aus, da werden sich jetzt einige für interessieren. Wo wird man die News sehen? Facebook, Website? Hauptsächlich Facebook über die Webseite, die müssen wir dann eh noch aktualisieren, werden wir das auch noch einbinden. Das wird man aber nicht verpassen können. Ja, super. Also, ihr habt es gehört, bewerbt euch fürs Junior-Team. Bei den Jungs seid ihr auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Die machen einen mega Job. Nochmal riesen Dank an euch beide, dass ihr euch für dieses doch neue Format und ja, ein bisschen ungewöhnliche Format entschieden habt, mich darunter zu unterstützen, dabei zu sein. Hoffe, da kommen noch einige Interviews mit euch, mit neuen Fahrern. Ja, ich freue mich drauf und nochmal danke.
Ja, danke dir und danke für die tolle Arbeit, die du immer wieder machst. Ja, vielen Dank. Danke, ciao. Ciao. Ciao.